Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Belgic Profonde. Ja, heute schon oder jetzt schon um 15.30 Uhr. Das hat einen ganz speziellen Grund, weil sobald diese Folge fertig ist, ne, könnt ihr nochmal schnell auf Klo gehen und was zu trinken organisieren und dann geht's los. Weil dann, wenn ihr das Video genau nach Veröffentlichung guckt, dann ist heute der 2.7.2016 und um 16 Uhr startet unser 10.000 Abonnenten-Special auf Twitch. Live auf Twitch mit mir und mit dem Leo und vielleicht noch zwei, drei anderen. Verzeihung. Und wir freuen uns mega drauf. Wir freuen uns mega drauf. Das ist auch der Grund, warum das Video jetzt schon um 15.30 Uhr kommt, weil, wie gesagt, um 16 Uhr ein Livestream stattfindet, der ein bisschen länger geht. Ich weiß, dass heute Fußball ist, ist mir alles klar. Aber es wird nie einen Tag geben, wo nichts ist, wo jeder Zeit hat und wo wir das Ganze auf die Beine stellen. Den perfekten Tag gibt es einfach dafür nicht. Wir haben es wirklich versucht. Den Tag, den gibt es einfach nicht. Es tut mir leid. Kann sich ändern. Kann es nicht. Wäre auch Stress hier, ne? Ich hoffe aber trotzdem, dass ein paar von euch dabei sind und deswegen kommt das eben jetzt um 15.30 Uhr. So. Was haben wir zu tun? Wir haben wieder sehr viel zu tun. Ihr seht es hier, es ist überall was zu tun. Wahnsinn. Ich glaube, so viel hatten wir noch nie zu tun. Ich habe auch in der letzten Folge einen Trecker gekauft, weil wir so viel zu tun haben, dass wir das ein bisschen abdecken. Oh, hier war eine Säule. Du, ihr macht das? Ihr macht das nicht, okay? Ich helfe euch dann gleich. Ich muss jetzt noch gucken, wo meine Sämaschine steht. Die habe ich verloren. Ne, hier steht sie doch. Guck. Läuft. Okay, der muss ganz kurz gewaschen werden. Der hat jetzt wirklich ein fettes Feld hinter sich. Der wird dann bald, ich hoffe, ich muss mal gucken, ob ich mit dieser Sämaschine Gras ansehen kann. Wäre ziemlich nice. Wenn nicht, dann müssen wir uns eine andere Sämaschine kaufen. Ist nicht das Problem. Wenn wir Geld hätten. Ja, genau. Wenn wir Geld hätten, da war doch noch was. So. Dann stellen wir die gute Emmy wieder hier rein. Macht immer sehr gute Dienste, das Emmy-Ding hier. So, das machen wir jetzt hier so und so. Wir wollten eigentlich mähen, ne? Ich weiß, wir wollten mähen. Wir werden auch noch mähen, aber... ich sehe das selber. Ich muss noch einige Sachen davor machen. Sonst geht es nicht weiter. Wir haben übrigens diesen Trecker, ne? Case Optum. Mit 6.650 Abonnenten gekauft. Und jetzt sind wir irgendwo bei 10.800. Also es ist schon krass, wie sich das entwickelt hat. Also das ist... Immer wieder so kleine Sachen habe ich so eingebaut. Damit man sich eben später nochmal daran erinnern. Ist jetzt egal, ob wir jetzt 7.000 wären oder... 2.000 oder 50.000, das wäre egal. Weil es geht nur darum, dass man sich erinnert, wie man angefangen hat und ja, das freut mich immer noch sehr. Deswegen habe ich auch solche Sachen gemacht. Gut. Hatten wir noch was in dem Seegedöns? Also was, wir werden den jetzt einfach ansetzen, sage ich jetzt einfach mal. Und dann soll er einfach machen. Ohne Witz, das soll er einfach machen. Er soll einfach mal jetzt ein paar Felder ansehen mit Gras. Ich brauche unbedingt Gras. Das klingt sehr falsch. Ich brauche unbedingt Grasfelder, so wollte ich es beschreiben. Und ja. So, hier steht alles. Ist ganz klar, dass hier alles steht, weil es wird einfach nichts gemacht momentan. Weil ich einfach die Zeit dafür nicht habe. Aber ich bin bemüht, das zu ändern. Ich hoffe, er kann das ansehen. Ich hoffe, er kann Gras ansehen hier. Wir sind hier auf dem Feld Nummer 7. Aktuellen, das machen wir weg. Jo, das hat er schon mal erkannt. Sehr gut. Dann gehen wir die Nummer 7. Zack. Wir machen hier Düngen und Säen. Wir machen hier Feld 7. Automatisch. Ja, so und so. Lass mal gucken. Ja, das ist gar nicht schön. Das ist sowas von gar nicht schön. Wir fangen an. Ich muss das immer so machen, ne? Wir fangen an im Norden. Wir sagen einfach... kann man nicht einfach sagen Norden? Ne, geht nicht. Okay. Dann sagen wir Nordwest. Er will es so machen. Okay, mach es. Mach mal einmal Vorgewende. Mach mal zweimal Vorgewende. Ist, glaube ich, besser. Genau. Mach mal zweimal Vorgewende. Ist mir, glaube ich, lieber. Ja, das sieht besser aus. Ich hoffe, er schafft das. Gras ansehen. Gut, lass mal einfach mal machen. Wir gucken dann... Was habt ihr hier? Hochzeit, oder... Ich komm hier nicht mehr raus, glaube ich. Ja, ihr zwei,
zwei Vollknöpfe, habt jetzt hier die, das Förderband verschoben. Ist gar nicht mal so geil. Weil das Förderband verschieben ist gar nicht lustig. Es hat ewig gedauert, bis das so gestanden ist, wie es jetzt steht. Und dann verschiebt ihr das einfach. Sag mal, seid ihr nicht ganz jeck, oder? Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Okay. Wir korrigieren das. Glaube ich zumindest, dass wir das machen. So, es wird auf alle Fälle was produziert. Läuft. Du bist jetzt einfach zu weit gefahren. Kann man das so sagen? Ich glaube schon, du bist einfach zu weit gefahren. Du kannst meinetwegen hier abladen. Kann ich das selber machen? Ja, ne? So, damit du zumindest nicht leer gefahren bist, kannst du hier abladen. Läuft. Und dann fährst du zurück und fängst nochmal von vorne an. Als Strafe, ne? Als Strafe machst du das einfach. Hier haben wir noch eine Kartoffelsäemaschine, okay. Gut. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir keine Rüben mehr haben und dann, bis das ganze Rübenfutter mal gebraucht oder verbraucht wurde. Wie weit ist eigentlich unser Silo hier? Das ist eine gute Frage, ne? 61%. Das wird Ewigkeiten dauern, bis das fertig ist. Was machst du hier? Sag mal, was machst du hier? Jetzt mal ganz im Ernst. Ah, du hast die Kurve nicht bekommen. Ja gut, das kann natürlich sein. Was machst du? Erster Wegpunkt. Du bist doch genau hier. Schick genau einen Wegpunkt und fährt das Ding zusammen. Das, wow. 20 cm gefahren und wieder auseinanderklappen. Hey. Okay. Das läuft. Sehr gut. Ich habe immer noch nicht geschafft. Alter, wie schnell der hier rumfährt, ne? Ja gut. Soll ja nicht mein Problem sein. Okay, der macht das. Guck an. Der macht das. Läuft. So, das wird schon passen. Was ist denn? Ah ja, das ist das hier. Wo ist unser Klaas? Ah, ich habe ihn gefunden. Ich habe ihn gefunden. Okay. Dich bringen wir jetzt gleich zum nächsten Feld, das lustigerweise gerade hier ums Eck ist. Ist ja krass, wenn alles so nah zusammen ist, ne? Kann man machen. Das ist das Feld. Berechnen bitte. Das ist das Feld 8. Und das Feld 8 ist eigentlich sehr schade für irgendwelche Aktionen hier. Also für irgendwelche Grasaktionen. Deswegen... Boah. Fangen einfach mal an zu düngen. Ich weiß, da werden wir bestimmt was Schönes raufhauen. Genau. Hier war mal... guckt euch das an hier. Guckt euch das an. Die Autos sind auch das Problem, ne? Die Autos sind vor allem das Problem. Ich müsste wirklich den Verkehr hier sperren, damit er das gut macht. Alter, ohne Witz. Fahr weiter jetzt. Ich stelle mich jetzt einfach mal hier hin. Ich glaube, es kommt sowieso kein Fahrzeug. Ach. So, du machst das. Ich bleibe hier mal stehen, so als mobile Straßensperre. So, läuft. Jetzt Gras mähen. Taste B und die Taste B und die Taste V. So, jetzt können wir mal hier ganz gemütlich Gras mähen. Machen wir nochmal Allrad an, weil, ne, wenn es ein bisschen nass ist und feucht hier, dann... Alter, die Grastextur ist mega geil. Ne? Die haben es ja wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ich weiß nicht, ob das René war oder ob das Frabel war, aber die ist mega nice geworden. Er kommt nicht hier hoch. Ach, Leute. Das kann doch nicht wahr sein. Bitte. Ich kann nicht nur 200-300 PS-Trigger kaufen. Das geht doch nicht. Aber ihr seht es ja hier, ne? Wir schleichen hier rum. Naja, was sollst du machen? Ich bin schon mal froh, weil es links unten keine Meldung mehr ist. Das bin ich schon mal ganz froh drum. Wir haben zwar nicht viel Einkünfte momentan, weil, ja, weil ist so. Aber es gibt Schlimmeres. Ja, sagte er und dann kam eine Meldung. So, ah, ich weiß, wie das mit dem Gras war. Genau, jetzt fällt es mir wieder ein. Das hat mir der Gruppi damals erzählt. Der Gruppi ist übrigens, hat sich eine kleine Auszeit gegönnt gehabt, ist jetzt aber wieder da. Den werdet ihr bei der nächsten Endsam-Gebirge-Aufnahme am Montag, glaube ich, werdet ihr den sehen. Da müsste er schon bei sein. Oder am Dienstag, weiß ich jetzt gar nicht. Aber er ist wieder da. Der hat mir das mal erklärt, dass man bei Gras einmal außen rumfahren muss. Und dann, ja, schneidet er das praktisch
von alleine, von Geisterhand, wenn ihr so möchtet. So. Natürlich, der Vorteil ist, wenn man viel Gras hat, ne, viel Grasflächen, da können wir auch irgendwann mal Gras häckseln. Das macht natürlich auch mega, mega Spaß, wie ich finde. Und das können wir dann gerne mal machen. Wenn das bei euch auch guten Anklang findet oder so. Weil ich möchte jetzt nicht irgendwas machen, was ich überhaupt nicht sehen möchte. Ich muss jetzt irgendwann, werde ich es machen, auf alle Fälle, weil es gibt Sachen, die müssen gemacht werden. Aber Gras häckseln, ich würde mich freuen, wenn wir mal Gras häckseln. Wenn wir genug Gras haben dafür, das ist ja die nächste Sache. Weil wenn ich mir das hier angucke, da ist nicht viel mit Gras häckseln, weil er jeden Berg nicht hochkommt. Ja, der eine hat ein bisschen Problem mit dem Verkehr, ne? Das ist nicht hundertprozentig optimal, aber geht. So. Okay. Das heißt, okay. Wir fahren jetzt hier rum. Ich weiß, dass jetzt viele sagen, hey, warte, der hat sich da einfach nur ein größeres Messer Ferguson kaufen müssen. Das ist richtig, aber da hätte ich kein Geld mehr fürs Feld gehabt. Mhm. Glaube ich. Ich könnte es nicht beschwören, aber ich glaube es. Bergab geht er natürlich einwandfrei. Da kannst du nichts gegen sagen. Aber gut, so groß ist das Feld ja nicht, ne? Und wir müssen uns einfach für die Felder, müssen wir uns Kurse einspeichern. Und das dann mit den Curse... Was ist denn das jetzt schon wieder? Case Optum. Durchdrehende Reifen. Was ist los? Wo war denn der Case Optum? Ah, der war doch am Ansehen, ne? Ich glaube, der war am Ansehen, ja. So. Da fahren wir mal hier rum. Gucken wir mal, wie das passt von der Breite. Jo, das sollte ich mitnehmen können. Und das heißt, wir werden jetzt einfach mal gerade durchstechen. Nach oben. Weil, wenn wir jetzt schon mal 20 km drauf haben, ne, dann können wir das auch durchziehen, weil dann kommt er vielleicht mit einigermaßen Geschwindigkeit oben an und muss sich nicht hochquälen. Das wäre so das Ziel davon. Von der ganzen Aktion hier. Ja, es ist aber schon schwierig. Ist schwierig. Ist auf alle Fälle schwierig. Aber kämpft. Er kämpft auf alle Fälle. Das ist gut. Der Wille ist da. Gut, ist ja ein neuer Trecker, ne? Also, was soll der jetzt alt und müde sein? Sieht aber auch ganz gut aus, wie ich finde. Also Mr. Ferguson gefällt mir immer noch. Haben wir auf der Bindelbach haben wir auch so einen. Glaube ich einen größeren oder den gleichen sogar. Ich weiß es jetzt gar nicht auswendig. Macht auch mega Bock mit dem Ding zu fahren. Okay, dann nehmen wir gleich die Bahn hier runter. Aber Anfahrt ist nicht seine Stärke, ne? Wo habe ich denn mein Gaspedal im Moment? Oh mein Gott. So, da fahren wir hier nochmal runter. Ich würde jetzt zumindest mal ein bisschen was gemäht haben. Jetzt fällt mir ein, was ich noch machen wollte. Verdammte Axt. Das machen wir jetzt noch gleich. Ich mache die Bahn noch fertig, dann machen wir noch eine Kleinigkeit. Ich wollte ja die Krone Ultima setzen, damit ein paar Grasballen, ein paar Strohballen gepresst werden. Das wollte ich noch machen. Verdammt, jetzt weiß ich es wieder, siehst du? Ach, weißt du was, das machen wir morgen. Morgen haben wir mehr Zeit. Morgen nehmen wir uns einfach mehr Zeit. Ich hoffe, dass ich nicht tot bin vom Stream, aber ich glaube, das geht. Sollte zumindest gehen. Ja. So. Mir ist es nicht wichtig, dass ich im Rand entlang gucke. Jeden Grashalm mitnehme. Ich glaube, ich kann dann eigentlich den Kurs, mit dem ich der Schwaden wird, ne? Den kann ich ja nicht aufzeichnen lassen, weil da kann dann ein Ladewagen abfahren. Oder? Bin ich da falsch informiert jetzt? Weil Ballenpressen bringt jetzt in dem Sinn nichts, weil ich brauche das Gras directly. Ne? Also das geht sofort zu den Kühen. So, einer von denen hat sich wieder beruhigt, hat er gesagt. Von den Trägern. Lass mal gucken, wo sind wir denn überhaupt zugange hier? Feld 7, Feld 8. Hier sind wir zugange. Also wir haben schon ganz gut zu tun, ne? Also was wir morgen unbedingt machen müssen, ist eine Sämaschine kaufen noch. Wir müssen nochmal gucken, dass Geld reinkommt. Das müssen wir unbedingt machen. Weil sonst die Sämaschine ist in weiter Ferne gerückt. Wobei ich dieses Feld auch ganz cool finde. Ist ein bisschen was anderes. Wobei mir aufgefallen ist, die Grasfelder sind alle eingezäunt. Ist das immer so oder nur hier speziell auf dieser Map? Das wüsste ich jetzt gar nicht. Aber wenn ihr mal anguckt, die Grasfelder, die sind alle eingezäunt.
Weiß nicht, ob die von Frabel das alles als Weidefläche nehmen. Das wäre natürlich auch ein geiles Feature, ne? Die normalen Milchkühe auf den Hänger verladen und einfach zu einer Weide bringen. Das wäre schon geil. Oder finde ich den nicht? Ich glaube schon. Das wird schon. Da würde ich mir sogar so einen Vieh-LKW kaufen, glaube ich. Wenn ich da die ganzen Kühe reinballern kann, dann. Und die auf ein Grasfeld auslasse, die können den ganzen Tag dann schön, ne, grasen. Und dann bringe ich sie am Abend wieder zurück. Das wäre doch ein richtig geiles Feature. Aber das ist schwer umsetzbar, glaube ich. Ein richtig geiles Feature wäre auch ein 50-Mann-Server, aber das geht auch nicht in LS15. Naja. Was nicht ist, kann er noch werden. Positiv denken, das ist die Devise. Positiv denken. So, das schafft er doch jetzt noch. Komm. Oder? Yes. Gut. Dann fahren wir nochmal runter. Hier hinten haben wir noch so einen kleinen Hümpel. Der Case Optum hat die Aufgabe erledigt. Da muss ich jetzt nochmal nachgucken, weil da bin ich ja gespannt, ob er das wirklich hübsch gemacht hat. Ich vertraue ihm da nicht hundertprozentig, weil, naja, Erfahrungswerte, sage ich jetzt einfach mal. Aber wenn, dann würde ich mich das extrem freuen. Extrem. So, das ist hier mal erledigt. Das machen wir aus und hoch. Und das vordere machen wir aus und hoch. So, wir gehen ganz kurz nochmal gucken, ob er das wirklich gemacht hat. Ganz ehrlich, ich hätte es mir viel schlimmer vorgestellt. Ich hätte es mir viel schlimmer, das hat er richtig gut gemacht. Gut, diese Dinge hier, ey, ohne Witz, das ist mir egal. Das hat er richtig, richtig gut gemacht. No, Respekt. Kann man machen. Gut, wir sind für den Moment fertig. Nochmal ganz kurz, ich weiß, ich spamme euch damit heute voll, ne? Ganz kurz nochmal der Programmhinweis in eigener Sache. Jetzt um 16 Uhr beginnt der, Alice, also der 10.000 Abonnenten Special Livestream mit mir und dem guten Leo. Und ich hoffe, ihr werdet zahlreich erscheinen. Link dazu ist in der Beschreibung auf unserer Twitch-Seite zu sehen. Ja, ich würde mich selber ein paar vertraute Namen freuen. Und ja, hoffe, wir sehen uns gleich, ne? Bis dahin, macht's gut, ciao!